Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Video, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und zwar gibt es heute ein Assumptions-Video, ein Gerüchte, Vermutungen, Gedanken über mich, was ihr so von mir haltet, was ihr so von mir denkt. Ich hatte ein bisschen Angst, die Frage zu stellen, to be honest. Ich habe euch auf Insta gefragt, ob ihr mir eure ganzen Assumptions schicken könnt, ob ihr mir sagen könnt, was ihr über mich denkt, was ihr vielleicht über mich gehört habt, I don't know, was ihr so glaubt, wie ich sein könnte. Und ich war sehr überrascht, als ich die ganzen Sachen gelesen habe. Also natürlich war ich jetzt nie so dieses sondern ich finde es einfach krass, was Leute so über mich denken oder vermuten. Und ich finde es sehr, sehr spannend und ich habe mich wirklich gefreut, dass so viele von euch geschrieben haben. Wie immer, ich kann wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten bzw. alle Assumptions mit ins Video nehmen. Ich werde aber bestimmt die nächsten Wochen noch einen Teil davon hochladen, weil ich diese Videoreihe extrem feiere. Und ja, wie gesagt, ich bin jedem dankbar, der mir was geschrieben hat. Nebenbei habe ich mich ein bisschen fertig gemacht, habe mich ein bisschen geschminkt, habe, glaube ich, ein bisschen vergessen, mich zu schminken, weil ich die ganze Zeit am Reden war und ich war voll in meinem Film. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe euch ja schon auf Insta gezeigt, welche Foundation ich benutze immer und ich benutze nur die Clinique Even Better Foundation. Die hat Lichtschutzfaktor und ist ohne Parfüm und das ist mir im Moment sehr wichtig. Und ein Hautupdate werde ich nachher auch noch auf Insta hochladen, weil ich habe ja in meinem letzten Style Talk ein bisschen auch über meine Haut gesprochen und alle, die mich schon ein bisschen intensiver verfolgen, die wissen auch, dass ich ja schon 80 Mal beim Arzt war und dass da irgendwie nie was rauskam und dass es sich jetzt geklärt hat. Und da keep ich euch ein bisschen up to date auf Instagram. Deswegen, falls ihr sowas nicht verpassen wollt, folgt mir da gerne. Bisschen Eigenwerbung darf sein. Meine Pickel sind im Moment wieder sehr extrem, weil ich schon wieder meine Tage bekomme. Surprise, surprise. Ich gebe von der Foundation nicht so ganz viel auf, weil die erstens sehr, sehr klein ist. Und zweitens ist sie auch nicht so krass deckend, aber die macht so ein schönes Finish und hält super gut. Und irgendwie, ich liebe die Foundation. Ich arbeite ja dann viel mit Concealer bei meinen unreinen Stellen, deswegen ist mir das auch nicht so wichtig, dass ich so eine deckende Foundation habe. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf die erste Assumption. Ich gucke mal, was ihr so alles rausgehauen habt, was ihr alles so vermutet oder gehört habt. Hätte wetten können, du bist schon voll erfahren, was Jungs angeht. Ich habe euch ja mittlerweile schon erzählt, dass ich nicht so erfahren bin. Deswegen ja auch dieses Video mit den Ex-Boy-Stories, weil ich einfach mal hören will, was so bei euch abgeht und weil mich das voll interessiert. Und ich muss sagen, ich bin nicht so unerfahren. Ich hatte halt schon was mit Jungs öfter mal. Also was heißt öfter mal? Ich glaube, in meinem Leben habe ich mit 1, 2, 3, 4, 4 Jungs rumgemacht und ein Junge normal geküsst. Einfach so, weil ich nicht wollte und er hat mich geküsst und ich war so, the fuck. Kennt ihr das? Darauf habe ich keinen Bock und dann bin ich halt einfach gegangen. Und halt dieses Sexuelle hatte ich halt nur mit Arthur. Also ich persönlich muss jemanden lieben oder muss für jemanden Gefühle haben, damit da irgendwas sein kann. Und gerade beim Rummachen war das auch so, dass ich den Jungen dann eben besonders mochte. Aber nie verliebt war ich eigentlich nur in Arthur richtig. Und die anderen waren eher so dieses, ja, kann man sich vorstellen, dass da irgendwann was kommt, kam dann aber nie, wisst ihr. Und ich glaube, man wird oft so eingeschätzt, nicht nur ich, sondern ich glaube mehrere Leute, andere Mädchen, andere Jungs, dass sie erfahren sind und dass sie voll unerfahren sind und dann hauen so Sachen raus, wo ihr so denkt, so. Und ja, tatsächlich bin ich sehr unerfahren. Wenn man das jetzt mal auf bezieht, bin ich sehr unerfahren. Also was heißt unerfahren? Ich bin erfahren, aber halt nur mit einem Jungen, wisst ihr? Und ich kann mir vorstellen, dass sich das einige von euch dachten, bevor sie meine Videos geguckt haben oder bevor sie mehr über mich herausgefunden haben. Aber tatsächlich stimmt es und ich bin wirklich nicht so viel mit Jungs in Kontakt getreten, was das Sexuelle angeht, rumgemacht, wie gesagt, mit 4 Jungs und einer hat mich geküsst. Und das war's. Das war tatsächlich die ganze Boy-Story hinter mir. Ich benutze jetzt wie immer meinen Lieblingsconcealer, den ich mir immer nachkaufe, und zwar den BH Cosmetics Total Coverage Concealer. Über den rede ich immer. Ihr wisst Bescheid. Damit decke ich jetzt meine Pickel ab. Das heißt, ich tupfe, also ich gebe auf meine Rötungen ein bisschen davon drauf und verblende das dann. Dass du gegenüber fremden Leuten total offen bist. Also es kommt drauf an, also ich würde schon sagen, auch eher offen, aber es kommt drauf an, in welchem Alter die sind. Zum Beispiel Erwachsene bin ich nicht offen. Da bin ich richtig verklemmt. Also was heißt verklemmt? Ich rede dann einfach nicht gerne. Und bei Leuten in meinem Alter bin ich sehr offen, ja, das stimmt. Also ich bin da schon sehr extrovertiert. Aber nur, wenn die Person einen guten Eindruck auf mich macht, wenn die Person irgendwie ein bisschen abweisend ist. Also was heißt abweisend? Wenn ich weiß, so die Person und ich, wir glaube ich, harmonieren nicht, dann bin ich auch nicht offen. Ich würde schon sagen, dass ich sehr offen gegenüber neuen Leuten bin. Also ich glaube, da kann ich einen Check hinter tun und kann sagen, das stimmt. Viele sind von deiner Art anfangs eingeschüchtert. Ja. Also zumindest früher, ich wusste das noch nie, dass das so ist. Und viele haben
mir das auch am Ende hin, zum Ende hin gesagt. Also vor allem in meiner Schulzeit war das so, dass ich danach erfahren habe, wie viele Leute auch teilweise Angst vor mir hatten. Grüße gehen raus an alle, die es mir jemals gesagt haben. Ich habe oft gesagt bekommen, ja, Anso, damals hatte ich voll Angst vor dir, als ich dich noch gar nicht kannte. Oder beziehungsweise, ja, ich wusste nicht, wie du auf mich reagierst. So halt wirklich, dass ich habe wirklich gesagt bekommen, dass Leute Angst vor mir hatten oder vor meiner Art. Und ich habe das nie verstanden. Natürlich. Okay, rückblickend, ich war vor allem in der 10. Klasse, in der E-Phase, war ich sehr eigen und ich würde auch sagen, sehr anders als jetzt. Ich war, was auch gleich noch kommt, dass jemand geschrieben hat, irgendwie von wegen, dass ich voll die Sch war und dass ich voll so arrogant und so war, darauf gehe ich aber gleich ein. Ich war sehr eigen und viele kamen mit meiner Art, glaube ich, zu der Zeit nicht klar oder hatten einfach Angst vor mir. Ich glaube, wenn man mich dann gekannt hat, konnte man auch gut mit mir. Das habe ich ja auch schon in dem Mukbang mit Josie gesagt. Ich habe gesagt, wenn du mich gekannt hättest, hätten wir gut miteinander klarkommen können, aber andere hätten es nicht verstanden, weil andere mich nicht kennen. Und es war sowas, wenn du mich kennst, dann war alles gut. Nicht von wegen, dass ich sonst irgendwas machen würde, sondern dann wusstest du, okay, die ist so anders, wie sie, als wenn sie sich so, wie sie sich gibt. Was ist das für ein Deutsch? Ich war einfach sehr eigen, so würde ich es auf jeden Fall bezeichnen. Und das war auf jeden Fall so. Und ich glaube damals, weil ich halt sehr offen bin und ich war auch jemand, ich nehme kein Blatt vom Mund. Und wenn mich was gestört hat, habe ich das auch gesagt. Und ich glaube, das hat auch viele Leute eingeschüchtert. Und ja, ich konnte auch schon sehr fies sein. Also ich kann auch sehr fies sein, aber ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt, weil ich halt, zu wem soll ich noch fies sein? Mich juckt halt einfach nichts mehr. Aber ich hätte damals sehr fies sein können. Und ich glaube, das wussten viele. I don't know. Also damals hat es mich gar nicht gestört. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Anso, warum hatten denn alle, also Anso, was hast du denn für ein Bild vermittelt, dass die ganzen Leute Angst vor dir hatten? Du bist sehr laut, also immer, you know, mit so einem Mond-Smiley. Also ich weiß jetzt nicht, worauf das bezogen ist. Ich habe das jetzt nicht gecheckt, ob du meinst, dass ich eine laute Person bin, dass ich immer so halt da bin, dass man merkt, okay, Anso ist da und nicht dieses, ist Anso eigentlich da und dann sitze ich in irgendeiner Ecke. Oder ob du auf das Welle gerade meinst, wegen diesem you know, weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin sehr extrovertiert. Wenn ich vor allem die Leute kenne, dann bin ich da und dann merkt man auch, dass ich da bin. Und ich bringe mich sehr gerne in Gespräche ein und ich rede gerne mit. Und ich bin jemand, der sagt, komm Leute, jetzt lass mal das machen oder reden oder das und das. Wenn ich merke, dass irgendwie die Laune im Keller ist, außer ich habe keinen Bock mehr auf die Leute, dann bin ich auch leise. Oder auf die Situation. Aber an sich würde ich schon sagen, ich gehöre eher zu den Leuten, die auffälliger sind in der Gruppe. Oder wenn es um, ja, wenn es um eine Gruppe geht, wenn es irgendwie ein Treffen ist von mehreren Leuten, dann bin ich schon jemand, die präsent ist. Aber laut, ich kann laut sein, aber ich glaube, das kann jeder. Vor allem, wenn man halt gerade Spaß hat oder so. Also jetzt nicht auf sexueller Schiene, sondern wenn man halt in der Gruppe ist und es ist gerade voll funny und so. Ich glaube, dann kann jeder laut sein, wisst ihr, ich meine. Und was jetzt das angeht, ich weiß gar nicht, wie du das meinst. Ich weiß, was heißt laut? Ich finde es halt, ich sag mal so, ich finde es org, wenn du nichts machst währenddessen. Wenn du keinen Mucks von dir gibst. Du musst keine Geschichten erzählen, fände ich sogar eher abtören. Aber ich finde, wenn du halt so Mucksmäuschen still bist, finde ich es auch nichts Wahres. Deswegen könnt ihr euch vielleicht denken. Du hast wenig real friends, beziehungsweise hast dich von vielen isoliert und hältst deinen Freundeskreis klein. That's a fact. Also das ist wirklich einfach, das beschreibt einfach auch mein 2019 sehr, sehr gut. Ich habe sehr viele Leute verloren. Also ich sehe das halt nicht als Verlust. Ich habe viele Leute gehen lassen. Ich habe mich von vielen Leuten isoliert. Vielleicht nicht mal sehr absichtlich, aber es kam einfach und... Hi! Ich habe eine Frage. Und zwar, was meintest du eben gerade in der Audio? Ja, ich dachte, ich wusste nicht, wann du hierher kommen willst. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Danke dafür. Ah ja, genau. Also vor allem mein 2019, so nach der Schule, fing es halt sehr an, dass ich halt so einen ganz kleinen Freundeskreis hatte. Und davon sind dann auch nochmal welche weg. Also so, ja, ich habe auf jeden Fall mich isoliert, beziehungsweise hab einen sehr kleinen Freundeskreis. Ich habe Arthur und zwei Freundinnen, die ihr jetzt beide kennengelernt habt, Josie und Pauline. Das sind meine einzigen Freundinnen, mit denen ich wirklich regelmäßig was mache. Ihr habt zwar in meinem letzten Video, habt ihr drunter geschrieben, ja, hat irgendeiner kommentiert, irgendeine Grüße raus an dich. Dieses Jahr Anso sagt immer Long Time No See und trotzdem ist Josie fast in jedem Video dabei oder in jedem zweiten oder so. Und ich fand das richtig funny, ich habe richtig gelacht. Tatsächlich ist es aber immer so, wenn wir uns sehen, filmen wir was. Und das ist eigentlich so gefühlt das einzige Mal, dass wir uns sehen, weil wir es in letzter Zeit nicht gebacken bekommen, uns regelmäßig zu sehen. Und es ist auch einfach gerade sehr blöd. Aber es ist so und ich sehe Pauline, die aus meinem Köln-Blog, Grüße gehen raus. Dich sehe ich wirklich eigentlich... Jeden zweiten Tag, außer Arthur ist da, weil der ja, wenn er die Ausbildung hat, kann er ja nicht so oft und eigentlich nur am Wochenende und dann sehe ich sie halt nicht an den Tagen, aber sonst sehe ich sie eigentlich immer. Deswegen, tatsächlich sind es nur zwei Leute. Natürlich mag ich auch andere und ich würde mit anderen genauso gut klarkommen, aber es ergibt sich nichts und ich bin niemand mehr, der irgendwelche Leute fragt, ob wir uns treffen wollen. Das habe ich früher oft gemacht und dann ging es mir auf den Sack und wenn ich mich bei jemandem melde, dann möchte ich mich auch wirklich mit der Person treffen
Und dann weiß die Person auch eigentlich, dass ich es ernst meine, weil ich niemand bin, der sagt, ich lass treffen. Und dann habe ich eigentlich keinen Bock, weil es macht auch einfach keinen Sinn. Bist unfassbar toll and that's a fact. I love you. Bist pessimistisch, maybe. Ja. Ich kann sehr pessimistisch sein. Das hat aber eher was mit meiner Mut zu tun. Ich bin jemand, der sehr, sehr stimmungsvoll ist. Vor allem damals mit der Pille. An die Zeit kann ich mich sehr gut erinnern. Und ich war entweder oder. Wisst ihr so, das gab nicht so ein Mittelding. Es war entweder ich war komplett pessimistisch oder ich war komplett optimistisch. Zumindest habe ich so eine Erinnerung. Natürlich gibt es immer irgendwas, wo es anders ist, aber wenn ihr wisst, was ich meine. Ich kann schon sehr pessimistisch sein und ich bin immer so, vielleicht ist es eher realistisch, weil ich mir halt ungern zu viele Hoffnungen mache. In meinem Kopf bin ich vielleicht optimistischer als nach außen hin, weil ich so denke, okay, wenn du das klein hältst, in deinem Kopf hältst, dann passiert es eher, weil ich halt auch so abergläubig bin und sowas und allgemeingläubig. Ich kann schon sehr pessimistisch sein, aber ich glaube, das hat sich durchs Absetzen der Pille geändert. Weil mich das halt damals meine Stimmung sehr beeinflusst hat. Aber Leute, ich finde, ein gewisser Pessimismus ist überhaupt nicht schlimm, sonst kann man sehr oft auf die Schnauze fliegen. Und ich glaube so, es ist auch normal, dass man nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sieht und ja, das wird safe klappen und ich glaube, das ist ganz normal, dass man auch innerlich, wenn man selbst nach außen hin optimistisch ist, dass es sehr gut sein kann, dass man auch innen drin eher pessimistisch ist, dass man innen drin eher pessimistisch ist, weil ich finde, das ist auch einfach normal. Du hast einen verrückten Musikgeschmack. Nee, würde ich nicht so sagen. Ich weiß halt nicht, was verrückt heißt. Es gibt Geschmäcker, die eher als anders eingeordnet werden, wenn zum Beispiel die Norm hört die Charts und dann gibt es jemanden, der hört die ganze Zeit Techno, dann würde ich sagen, dass der eher den verrückten Geschmack hat, obwohl ich gar nichts verrückt finde eigentlich. Jeder kann hören, was er will. Ich kann euch so sagen, ich höre eigentlich alles drum und dran. Ich höre sehr gerne Charts, ich höre sehr gerne Deutschrap. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch nur so bestimmt, so Luciano, Reezy, so wisst ihr sowas. Ich höre aber auch sehr viel so, wo viele so sind, so dieses an, so 2016 Lieder und ich bin so. Ich weiß halt nie das Genre von meiner Musik. Also ich bin immer so, ich kann das selbst gar nicht einordnen, was das für ein Genre ist. Ich höre einfach das, was mir gefällt. Und das Einzige, was ich safe nicht höre, ist Hardcore-Techno. Ich stehe darauf nicht so gerne, verurteile aber auch niemanden, der das hört. Schlager ist auch gar nicht meins. Also Schlager wäre das Letzte, was ich hören würde und so klassische Musik. Ich glaube, das hören die wenigsten von uns, aber halt so. Ich höre eigentlich von allem, ich bin sehr offen, was Musik angeht und höre wirklich in sehr viele Genres rein und bin so. Give me new music. Ich habe ja auch mal so ein Get Litty with me gemacht. Da habt ihr ja schon mal so ein bisschen reinhören können, was ich für einen Musikgeschmack habe. Falls ihr wollt, dass ich sowas nochmal mache mit so geupdateten Liedern, weil meine Musik ändert sich auch von Tag zu Tag. Also ich kriege immer, also man findet ja neue Lieder und so, dann lasst mich das gerne wissen. Dann drehe ich das und dann könnt ihr mal hören, was ich für Musik höre. Ich habe das Gefühl, dass das so blau ist, das Video. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Aber irgendwie habe ich so einen Sehfehler gerade. Du bist immer ziemlich direkt und ehrlich. Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Das hat mir auch Josie ja gesagt in dem Video. Und ich glaube, sehr viele, die mich einfach besser kennen, können das unterschreiben. Viele Leute denken, du bist selbstbewusst, aber eigentlich strugglest du manchmal mega mit dir. Ich weiß halt nicht, ob ihr denkt, ich bin selbstbewusst. Also ich weiß ja nicht, wie Leute von mir denken, außer sie sagen es mir oder ihr sagt es mir. Ich kriege ja viel Rückmeldung von euch, was mich sehr freut. Und manchmal kommt dann auch sowas von wegen, ah, ich dachte, du bist selbstbewusster. Oder so dieses, ah, ich habe dich immer als mega selbstbewusst eingeschätzt. Und ich finde es auch süß und ich finde, das ist auch eher ein Kompliment. Aber ich glaube, egal wie selbstbewusst man ist, jeder struggelt mit sich auf seine eigene Art und Weise, sei es mit Sachen, die man gemacht hat, mit dem Körper, mit den Einstellungen, die man hat. Ich glaube, jeder hat einen Struggle an sich und wenn nicht, dann fände ich es wirklich komisch, weil ich finde, es ist ganz normal und manchmal struggle ich wirklich mega mit mir, aber manchmal habe ich so Phasen, da akzeptiere ich alles und manchmal bin ich so da nervt mich alles und da bin ich, also zum Beispiel, ihr wisst ja, meine Beine stören mich, meine Brüste haben mich früher gestört, mein allergrößtes Stören-Ding sind meine Pickel und manchmal bin ich so, ah, scheiß drauf und manchmal bin ich so, da könnte ich wirklich dann mich im Boden vergraben und im Boden versenken und einfach heulen, was dann auch passiert. Das hat halt immer was mit meiner Stimmung zu tun und ich glaube, das ist aber auch ganz normal und ich glaube, jeder, der sehr selbstbewusst rüberkommt, kann wirklich so selbstbewusst rüberkommen, wie er will, aber struggelt im Geheimen immer. Also ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich glaube, das muss man auch einfach zeigen. Ich kann ja trotzdem selbstbewusst sein, kann aber trotzdem mich auch manchmal nicht wohlfühlen. Das ist einfach menschlich. Ich finde nicht, dass es schlimm ist, wenn ich selbstbewusst bin, trotzdem nicht mit allem zufrieden sein zu müssen und auch mal zu sagen, ey, das stört mich und alle sind so, wow, aber ich dachte, du bist so selbstbewusst. Das heißt ja trotzdem nicht, dass man immer zufrieden mit sich sein muss, sondern dass man sich so akzeptiert und liebt, wie man ist. Dass du in der Schule selbstbewusst warst. Also ja, war ich, weil ich glaube, das war für mich auch so ein Schutzschild bisschen, weil ich war so, ich gebe
Also bei mir war es wirklich so, mich hat nichts gejuckt, wirklich nichts. Aber ich war so, I don't give a fuck. So war das. Das war meine Einstellung. Wenn irgendwas passiert ist, war ich so, ist mir egal. Und auch so, was so mein Aussehen angeht, war ich nicht selbstbewusst in der Schulzeit, weil ich einfach mich, wenn ich mich jetzt auch sehe, verstehe ich auch, warum ich nicht selbstbewusst war, weil ich sah aus wie, ich zeige euch irgendwann mal Bilder von mir damals in der Zeit, das ist wirklich schrecklich. Aber so, ich war eigentlich schon selbstbewusst. Ich bin eigentlich immer eine selbstbewusste Person. Das ist meine Art. Es ist nicht, weil ich mich hübsch fühle oder weil ich denke, ich bin die Geilste oder ich bin die Tollste oder so, sondern einfach, das ist einfach meine Art. Ich könnte das gar nicht abstellen, außer man würde mich, glaube ich, vor 15.000 Milliarden Leuten komplett runter machen und was weiß ich was machen. Aber so, ich habe mir nie irgendwas Großes zu Schulden kommen lassen, weswegen ich hätte sehr krass runtergemacht werden können. Berechtigt, sage ich jetzt mal so. Ja, ich war noch nie jemand, der sehr unselbstbewusst war. Natürlich gibt es immer Phasen im Leben, vor allem damals zum Beispiel in der 5. Da wurde ich mal so kurzzeitig vielleicht ein bisschen runtergemacht und dann war es so dieses, da war ich vielleicht nicht selbstbewusst, aber ich finde mit 11, 12 ist es auch ganz normal, dass du nicht der Selbstbewussteste bist oder die Selbstbewussteste, weil ich glaube, sowas kommt auch einfach mit dem Alter. Es kommen immer noch Fragen, welchen Highlighter ich benutze, und zwar den hier. Ich muss den festhalten, sonst fällt er raus. Der ist von MAC in der Farbe Show Gold und ich liebe den. Das ist der einzige, den ich momentan benutze. Ich habe auch andere, aber irgendwie, ja, mag ich den am meisten. Dass du dich in der Schule immer voll bitchig und arrogant gegeben hast. Also bitchig würde ich nicht sagen. Ich bin nie irgendwie so dieses und arrogant auch nicht, sondern ich war einfach sehr... Ich kenne kein Wort, was das beschreiben würde. Das klingt jetzt so falsch. Also Leute, ihr dürft es jetzt nicht genauso auffassen, wie ich es jetzt sage. Aber es ist so, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich war sehr frech. Und nicht frech von wegen, ich habe jeden angepöbelt und sondern ich war sehr, mich hat nichts gejuckt. So kann man es sagen. Ich war aber nicht arrogant oder so. Wenn ich jemanden mochte, war ich komplett lieb. Da bin ich so wie jetzt. Ich hatte ja auch meine Freunde und ich hatte gar nicht so wenige Freunde in der Schulzeit, würde ich sagen. Und es war einfach ganz normal. Aber wenn mir jemand dumm kam, bin ich auch dumm. Habe ich dumm gekontert. So würde ich das sagen. Aber ich bin nie irgendwie komplett bitchig gewesen oder war die Bitch der Stufe oder so. Wisst ihr, ich meine so, das war bei mir nie so. Liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Ich glaube, das, was auch damals die Leute eingeschüchtert hat, war... dass ich halt so gemacht habe, wie ich es wollte und dass ich halt einfach so ich war und dass ich mich nicht verstellt habe und dass mir egal war, wie irgendwas war. Und ich glaube, das hat die Leute eingeschüchtert und das hat mich vielleicht so wirken lassen, aber ich war eigentlich nicht so. Und ich glaube, so habe ich es gerade auf den Punkt gebracht. Kommt wahrscheinlich jetzt immer noch komplett falsch rüber, aber ihr merkt ja auch, wie ich bin und so war ich damals vielleicht noch ein bisschen extremer, aber so. Ich kann es ehrlich nicht erklären irgendwie. Du hast oft Stimmungsschwankungen. Also tatsächlich nicht mehr so oft, finde ich. Also ich würde nicht sagen, dass ich oft Stimmungsschwankungen habe. Ich habe, wenn ich meinen Tag habe, oft Stimmungsschwankungen. Und ich glaube, ich bekomme gerade auch wieder meinen Tag und ich glaube, ich bekomme auch wieder Stimmungsschwankungen. Aber ja, also es hält sich in Grenzen mittlerweile. Es ist wirklich alles gut und ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Laune. Also, dass meine Mut so eine Gerade gefunden hat, auf der sie sich befindet und dass es so sehr selten so geht, sondern sehr so. Wisst ihr? Dass du größer als Arthur bist. Nee, Arthur ist tatsächlich ein Riese. Was heißt ein Riese? Der ist nicht ganz, also der ist eins, wie groß? Paar 80, also ich bin auf jeden Fall ein Stück kleiner als er. Ja, ich weiß gar nicht, kommt es so rüber, dass ich kleiner bin? Dass ich größer bin? Vielleicht, weil wir immer so auf den Stühlen sitzen und er dann eigentlich gleich groß ist wie ich oder sogar manchmal kleiner. Aber das ist einfach, wie er sitzt, auf welchem Stuhl er sitzt. Er ist auf jeden Fall ein Kopf größer als ich. Du isst viel, aber trotzdem geiler Körper. Also, danke, falls du meinen Körper nice findest. Dann vielen Dank. Ich feiere den nicht so ganz und ich esse viel. Das habe ich ja auch auf Insta gesagt, dass ich das jetzt ein bisschen runterschrauben will, beziehungsweise ich finde viel Essen nicht so schlimm, aber es kommt halt drauf an, was du isst. Wenn du halt 10 Burger am Tag isst oder 10 Karotten, is a difference. Ich glaube, ihr wisst, dass ich nicht ganz so zufrieden mit meinem Körper bin, aber es stört mich noch nicht so sehr, dass ich halt was ändere. Dass du oft Sex hast, liegt im Auge des Betrachters. Kommt drauf an, was man halt als oft betrachtet, aber... ich würde sagen, ganz normal. Also ich bin jetzt niemand, der, wenn sie Arthur sieht, dann mit dem 5-mal am Tag... Ups. Ich bin auch niemand, der sagt, okay, einmal im Monat reicht. Also ich glaube, das ist ganz normal bei mir. Du bist schnell eingeschnappt, haha. Ich glaube, ja. Doch, ich bin sehr schnell eingeschnappt. Das ist wirklich was, das habe ich gar nicht... daran denke ich nie, aber ich bin schon sehr schnell eingeschnappt. Da habt ihr recht. Ich bin sehr schnell eingeschnappt. Das stimmt. Arrogant und abgehoben sollst du privat sein. Also ich weiß nicht, von wem du das hast. Ich glaube, jedes Mädel kennt es, wenn andere Mädchen über einen reden oder andere Gruppen und irgendwie kriegst du es mit oder der und der soll das gesagt haben und. Aber mir wurde noch nie gesagt, dass ich arrogant rüberkomme. Von niemandem. Auch wenn ich mit Leuten Streit hatte oder so. Ja, okay.
dann eh nicht, aber so, wenn es um irgendwas ging, ja, was hat der gesagt über mich oder so, kam nie irgendwas von wegen, dass ich arrogant wäre. Also das habe ich wirklich noch nie gehört, weil ich auch wirklich nicht arrogant bin, weil ich damals mit jemandem Kontakt abgebrochen habe, beziehungsweise weil ich damals jemanden, also damals war es so, ich hatte jemanden in meinem Leben, mit dem ich nicht mehr irgendwas zu tun haben wollte, weil die Person sehr arrogant war und ich mich da immer sehr aufgeregt habe drüber und meine Mutter mir auch immer gesagt hat, ja, du kannst irgendwie nicht mit arroganten Menschen. Und ich so, nein, kann ich nicht. Also Arroganz ist was für mich mit so Leuten. Ich könnte zum Beispiel, wenn jetzt Josie oder Pauline arrogant wäre, könnte ich nicht mit dem befreundet sein. So ein Ausmaß hat es bei mir, weil ich damit einmal Erfahrung habe. Und deswegen wäre ich, glaube ich, die Letzte, die arrogant ist. Egal, wie gut ich aussehen würde oder egal, wie gut ich mich fühlen würde. Ich glaube, ich wäre nicht arrogant. Vielleicht kommt es jetzt arrogant rüber, aber ich würde nie sagen, dass ich arrogant bin. Jeder hat seine guten Tage, jeder Tag, an denen er sich hübscher fühlt oder besser fühlt. Und das zeige ich dann auch gerne. Aber das hat noch lange nichts damit zu tun, dass ich arrogant bin. Und ich glaube, das muss man sehr gut differenzieren. Ich hätte jetzt keinen Grund, warum ich abgehoben sein soll. Ich habe noch nie irgendjemanden Leben gerettet oder so oder habe was Krasses der Welt beigetragen, dass ich mich krass fühlen könnte. Und ich finde arrogant und sowas so, das ist sehr nah aneinander, abgehoben sein und arrogant sein. Und natürlich können viele sagen, ja, du machst YouTube und aber ich bin ja jetzt niemand, der, keine Ahnung, 4 Millionen Abonnenten hat und irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also abgehoben, never ever. Ich meine, warum? Also es tut mir leid, warum? Ich weiß auch nicht, woran man merken will, dass jemand abgehoben ist. Ist es, weil man bestimmte Sachen besitzt? Ich würde, wenn ich jemanden als abgehoben einschätze, beziehungsweise wenn ich jemanden sagen, also, oder wenn ich halt denken würde, okay, die Person ist abgehoben, dann würde ich das wahrscheinlich denken, wenn die Person sehr, sehr viel Wert auf Materielles legt und das vorher nicht hatte. Und ich glaube, YouTuber sind da so das beste Beispiel für, wenn YouTuber erfolgreich sind, dass sie halt früher vielleicht mal nichts hatten oder weniger und jetzt halt irgendein krasses Auto fahren oder die Schuhe besitzen oder die Uhr. Wisst ihr, ich meine, ich glaube, sowas wird schnell als abgehoben eingeordnet. Aber ich finde, das ist noch lange kein Grund und ich wüsste nicht. Also ich bin jemand, ich kann auch nicht ganz einordnen, was abgehoben genau ist, weil ich finde Abgehobenheit, was weiß ich, was das Nomen davon ist. Und Arroganz sein hat viel miteinander zu tun, weil du halt einfach, ich glaube, das ist etwas, wenn du sehr selbst überzeugt von dir bist und zu selbst überzeugt bist. Und dadurch bist du so, dass du das gar nicht merkst und andere Leute sind nur so, wisst ihr, so würde ich es einschätzen. Und ich glaube nicht, dass jemand mich so einschätzt. Und wenn das so ist, dann tut es mir wirklich leid, warum ich so rüberkomme. Aber bitte denkt es nicht von mir, weil ich bin es halt wirklich nicht. Und das wird wahrscheinlich jeder sagen, der es sogar ist. Aber ich habe wirklich keinen Grund. Ich wüsste auch nicht, wie ich das euch zeige, dass ich abgehoben bin oder arrogant. Du wirst bald mit Arthur zusammenziehen. Nope. Arthur und ich haben schon oft darüber geredet und Arthur ist auch, glaube ich, sogar eher derjenige, der sagen würde, lass zusammenziehen. Und ich bin, glaube ich, eher diejenige, die sagt, nee, lass nicht machen. Also vom Wollen her, glaube ich, will er es mehr. Ich wäre auch down, erstmal alleine zu leben. Oder ich will halt auch länger noch bei meinen Eltern leben. Aber er wäre derjenige, der dann trotzdem einen Rückzieher macht. Weil er hat mir auch letztens, wir haben da letzte Woche noch drüber geredet, er hat gesagt, er hat das Gefühl, wenn man so früh zusammenzieht und gar nicht so früh, weil wir sind ja schon sehr lange zusammen, aber dass man dann schnell die Beziehung kaputt machen kann, wenn man halt direkt so einen großen Schritt wagt. Ich finde, ich verstehe ihn auch und ich bin auch direkt, also ich war direkt seiner Meinung und war so, ja, okay, ich fühle das. Aber ich glaube, man kann das auf jeden Fall schaffen, wenn man will. Ich glaube, man kann alles schaffen, wenn man will. Und auch so eine Beziehung, ich meine, irgendwann wird der Punkt kommen, dass wir zusammenziehen. Ich finde, dann sollte so eine Angst einfach nicht im Weg stehen. Dass deine Eltern getrennt sind. Nein, meine Eltern sind nicht getrennt. Meine Eltern sind schon seitdem ich klein bin verheiratet. Und ja, man sieht meinen Vater halt nicht. Das ist halt das Ding, ich ziehe halt meine Mutter vor die Kamera, aber mein Papa halt nicht. Und vielleicht kommt es dann so rüber oder weil mein Papa nicht auf Thema ist, aber mein Papa ist auf jeden Fall auch am Start, halt nur eben nicht auf YouTube und Insta. Du isst deine Popel. Ich habe einmal meinen Popel gegessen, da lag ich auf dem Sofa und ich glaube, es war eines der ersten Male. Ich glaube, bestimmt habe ich als kleines Kind schon öfter meine Popel gegessen. Aber da war ich, glaube ich, schon so 7 oder so. Da lag ich auf dem Sofa und wir haben halt so eine Durchreiche. Ich glaube, ihr habt das schon in den Vlogs gesehen. Und mein Vater stand in dem Moment hinter mir und er guckt mich so an und ich gerade den Popel am reinschieben und er so, was machst du da? Und ich war so, ich esse meinen Popel und er so, sowas macht man nicht, das ist eklig. Und seitdem habe ich keinen mehr gegessen. So Leute, ich bin ready. Ich habe mich fertig geschminkt. Und irgendwie bin ich nicht so zufrieden mit dem Video. Ich habe das Gefühl, das ist voll blau. Ich weiß nicht, ob einfach mein Auge einen Filmfehler hat. Aber irgendwie sehe ich das gerade voll so blau und deswegen. So Friends, das war's mit dem Video. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mir so viele Vermutungen, Assumptions, Gerüchte geschickt habt. Und dass ihr wirklich kreativ wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen und über sowas zu quatschen. Und ja, wenn ihr einen zweiten Teil davon sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Ich würde das gerne
gerne drehen. Und vielen Dank an alle, die was geschrieben haben, an alle, die offen und ehrlich waren. Und ich freue mich, wenn ich das nochmal drehe, dass dann hoffentlich genauso coole Sachen reinkommen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.